Was geht ab, meine Seafighter, Oser hier. Und heute schauen wir uns die monatlichen V-Jump-Scans an. Dazu gibt es die Infos und Details, beziehungsweise den Part, der Dragon Ball entspricht oder die Spiele, die quasi mehr oder weniger hier abdecke, beziehungsweise den Anime. Und bevor wir damit aber anfangen, ihr seht nämlich schon Android 21, komme ich gleich darauf zurückzusprechen. Es ist nämlich eine Kollabo, ja, hier an der Stelle Fighters mit Dokkan Battle. Richtig geil, freue mich auf jeden Fall schon drauf. Aber bevor wir damit anfangen, wichtige Information an euch. Ich werde heute noch live gehen, heute ab 20 Uhr auf Twitch. Der Link ist in der Beschreibung mit Dragon Ball Legends. Nämlich, da werde ich euch alle Informationen zum neuen Update 1.10 vorzeigen, aufbringen, alles, was ihr da wissen müsst an der Stelle. Und wir sammeln auch noch für die neuen Charaktere Thales, beispielsweise Thales, Goku und Cooler, die reinkamen, mit 3500 bis ca. 4000 Stones bzw. Kristalle an der Stelle. Also, wenn ihr Bock habt und Zeit habt, schaut auf jeden Fall ein. Ich wollte es nicht als Video heute noch rausbringen, denn das hier, was ihr anschaut, ist das dritte Video. Das wäre dann zu viel. Aber das mit Legends nehmen wir dann quasi im Livestream auf und ihr bekommt es dann morgen früh zu sehen als Stream-Upload auf YouTube. Diejenigen, die nicht dabei sein können. Anyway, wir haben hier Dokkan X Fighters. Kollabo will ich es mal nennen, denn unser nächster Dokkan-Fest-Charakter für das japanische Dokkan Battle nach Full Power Goku natürlich ist Android 21 hier an der Stelle. Sollte die nächsten Tage schon kommen, eventuell nächste Woche schon, weil das Full Power Goku Banner selbst ist nicht mehr so lange online. Aber was wir hier von ihr schon mal wissen ist, sie ist auf jeden Fall die Android-Kategorie-Leaderin. Kategorien für die Android-Charaktere an der Stelle natürlich sehr, sehr willkommen und ich finde es cool, dass es sie ist. Wisst ihr warum? Stopp. Wahrscheinlich wollten einige von euch Cell als Android-Leader. Kann ich euch verstehen, aber wenn wir einen Schritt weiter denken, ist mal ein anderer Charakter zum einen, finde ich cool. Wir wissen leider nicht, was sie genau drauf hat, wie ihr Leader-Skill aussieht. Wir haben nur die Scans, aber zum anderen, wenn sie die Kategorie-Leaderin ist, was könnte das heißen? Uns fehlen noch viele andere LR, vor allem Extreme LR von der neuen LR-Schiene. LSL? Incoming LSL, glaube ich, ja, ich glaube LSL wird kommen und sie wird dann quasi Android-Leaderin. So, dann bekommt auch zum Glück, beziehungsweise muss Android 17 und 18, also die LR-Versionen, endlich mal auch eine Kategorie bekommen, als auch Super 17. Ich freue mich auf jeden Fall auch Android 21 hier an der Stelle. Was wir von ihr noch wissen, ist quasi, sie ist vom Strength-Type, so sieht sie aus, wenn sie droppt hier auf der linken Seite als SSR-Status, dann können wir sie Dokkan erwecken. Das ist ihre TOR-Version, aber sie hat eine Transformationsmechanik und wird hier an der Stelle zu Evil Android 21 nächstes Mal. Also das hier auf der rechten Seite ist ihre TOR-Form und dann kann sie sich transformieren zu Evil Android 21. Was steht hier dran? By the way, ich werde den ganzen Link in die Beschreibung setzen, die ganzen Jungs, die das Ganze gescannt haben, Govita, Ken und so weiter und so fort, natürlich Shoutout an einen. Und zwar steht hier quasi mehr oder weniger dran, wenn die Kriterien stimmen, fühlt sie eine Transformation zu, kennen wir jetzt die normale Transformationsmechanik und Nummer 21 Android und Evil 21 werden eben hier erscheinen, ist dann wegen der Transformationsmechanik mehr oder weniger. Was steht hier noch drin? Ich habe sie links im Bildschirm, deswegen wundert euch nicht, wenn ich hier dran schaue. Dragon Ball Fighter Super Warrior Story can also be enjoyed in the Dokkan Battle Event Holding. Also ich denke schon, also so wie man das hier entnehmen kann, wird noch ein Story Event kommen zu den Androids. Zu Fighters X Dokkan bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich finde das sehr cool, weil wir wollten das, wir wollten das. Ich finde das sehr cool. Die Fanbase wollte Android 21 mit so einer Collaboration mit Fighters und hier haben wir das an der Stelle. So viel zu Android 21, aber auch mehr wissen wir nicht. Wir haben aber noch weitere Scans zu weiteren Spielen, beziehungsweise zum Anime erstmal selbst. Nämlich, wenn wir uns das Ganze hier ansehen, haben wir hier Broly. Broly kennen wir natürlich schon, wie, alle, wie er aussieht, sein refreshedes Design, beziehungsweise haben wir jetzt hier quasi sein Charakterdesign hier am Start. Was gibt es zu Broly zu sagen? Ja, Father Paragus. Das ist nämlich neu hinzugekommen. So, auf der linken Seite wird Broly aussehen im Film. Auf der rechten Seite dann Paragus. Was hier dran noch genau dran steht, habe ich nicht vor mir. Aber ich wollte euch nur da quasi da kurz das Design zeigen zu Paragus. Hier guckt auch Insane Tail raus, sage ich mal. Und er trägt ein nettes pinkes Rock. GG Paragus. Aber das ist dann quasi so eine, ich hoffe mal, ja, Oldschool Saiyan Kleidung, will ich nicht sagen, weil der hat schon die Freezer Armee Kleidung. Also ich bin echt gespannt, was hier abgehen wird. Auf der rechten Seite sehen wir noch Broly mit einer zerrissenen Hose. Ich denke, das wird quasi so sein, wie man ihn auch findet im Film. Sei es, wenn man ihn quasi findet, nachdem er eingefroren wurde oder etc. Und auf der linken Seite sehen wir dann quasi, da hat er die Freezer Armee sein Equipment an, die Ausrüstung an, also sieht es wahrscheinlich so aus, dass er mit Freezer irgendwas zu tun haben wird. So viel dazu, ihr könnt quasi mehr spekulieren, beziehungsweise schaut auf jeden Fall bei den Boy Ruffy vorbei. Der tut euch zum Anime selbst auf jeden Fall mehr informieren als ich. Ich wollte das hier quasi nur erwähnen, denn wir machen direkt weiter mit den weiteren Four-Jump-Scans, nämlich Dragon Ball Fighters. Wir wussten ja nämlich schon, dass neue DLC-Charaktere kommen werden. Unter anderem auch wurden sie schon lange geleakt, dass ein Base Form Goku und Base Form Vegeta kommt. Und es ist der Base Form Kaioken Goku gegen den Vegeta.
Finde ich geil an der Stelle, Nostalgie-Status. Was man hier ein bisschen ablesen kann, ist folgendes, wenn ich mal ganz kurz hier wieder rüber switchen darf. Und zwar steht hier mehr oder weniger dran, dass Kaioken Goku, beziehungsweise wann kommt das Ganze, das was wir hier sehen, was Fighters jetzt anbelangt, Goku und Vegeta, in der ersten Augustwoche, sage ich mal, 1. und 10. August hat hier, zwischen 1. und 10. August hat hier Kenzaro getweetet. Vegeta Gallic Gun can be used in Mitte, also mit Air könnt ihr Gallic Gun von Vegeta benutzen. Galaxy Breaker is similar to Gohan's Potential Unleashed. Galaxy Breaker, okay. Heißt, man kann ihn quasi power-upen hier an der Stelle, unserem Boy Vegeta. Und Gokus Kaioken kann man hier stacken. Ja, ähnlich wie bei Legends, wie der Goku, der da reinkam heute. Und quasi seinen Angriff dadurch erhöhen. Man kann aufgehen bis zu Kaioken 20 times 20, kennen wir an der Stelle. Und seine Super Spirit, seine Genki Dama hat hier anscheinend, kann man das entweder aufleveln, Power-Up geben, sodass es immer stärker wird. Aber bei Maximum ist es wirklich sehr, sehr stark, jedoch langsam. Also bewegt sich langsam auch den Gegner. So viel eigentlich zu den Scans hier. Wir machen mal weiter, denn wir haben noch was Geiles. Dragon Ball Legends. Heute sind zwar Charaktere reingekommen mit Tals. Tals cooler. Und Goku, neuer Goku, by the way, wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, heute 20 Uhr schaltet ein. Aber wir wissen schon, was im nächsten Monat kommt. Nämlich August kommt natürlich hier noch C17 rein von der Android-Saga und C18, heißt, wir sehen schon, ist gerade ein bisschen Android-Schiene, wird die Android-Schiene gefahren, habe ich kein Problem damit. Hier ist, by the way, noch Pan. Ich habe keine Übersetzung hier jetzt noch, falls ihr Übersetzung habt, dann hilft es auf jeden Fall aus, schreibt es in den Kommentar, setzt den Link rein. Ich habe hier noch keine Übersetzung von den Scans von Legends hier, wird sich auf jeden Fall die Zeit noch ändern, ich werde den Link rausklatschen in die Beschreibung. Aber, hier hat es irgendwas mit Pan zu tun. Girls, irgendwas mit Girls Tag, das wäre cool an der Stelle, wenn ich das hier spekulieren darf. Ansonsten müssen wir abwarten, was die Dudes noch drauf haben werden. Und hier ist Ginyu dabei, okay, irgendwas parallel zu Ginyu, Fragezeichen. Wenn ihr euch da was reimen könnt, dann gebt auf jeden Fall Bescheid. Und last but not least, Kefla kommt für Xenoverse. Oh mein Gott, letztens wurde ja für das Free DLC geleakt. Keflas Haare, Keflas Gi. Und jetzt kommt auch noch Kefla für das DLC, das nächste DLC für Xenoverse, sowohl für Switch als auch für PS4. An der Stelle wisst ihr natürlich Bescheid. Und Kefla an der Stelle freut mich auf jeden Fall. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was sie genau drauf haben wird. Ich bin auch nicht so aktuell auf Xenoverse. Ich wollte es euch einfach mal wissen lassen, weil ihr kennt Rine. Ey, diejenigen, die ich Rine kennen. Rines, ich will dann auf jeden Fall Keflas Angriffe auf Rine transportieren. Das wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Aber wie gesagt, hier Main an der Stelle. Fighters X Dokkan. Was haltet ihr von den ganzen 4-Gem-Scans diesen Monats? Findet ihr das Ganze cool? Oder sagt ihr, nee, das finde ich nicht so geil, dass es geht? Was habt ihr von Android 21 als Kategorie-Leaderin der Android-Kategorie? Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf sie und auch auf den ganzen anderen Stuff. Bis dahin, Freunde, wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.